Auf der Chirurgie befindet sich der nächste Patient im Anmarsch. Gut zu Fuß ist Joris Deuser allerdings nicht. Ich habe einen Termin für meinen Bruder gemacht, Joris Deuser. Ja. Der Fuß ist so dick angeschwollen, dass wir weder einen Schuh noch Socken irgendwie drüber bekommen haben. Jetzt habe ich ihm einfach eine Tüte drüber gezogen, damit halt, ja, er hat auch eine Wunde, der Fuß ist ganz angeschwollen. Herr Deuser kam mit seiner Schwester und hatte wirklich sehr starke Schmerzen. Der Fuß war mittlerweile so exorbitant angeschwollen, dass er noch nicht mal mehr einen Schuh anziehen konnte und dann mit so einer Plastiktüte ankam. Da mussten wir natürlich jetzt schnell handeln und gucken, was ist da passiert. Und da mussten Sie jetzt eine Tüte rüber machen. Passt da nichts mehr rein? Gar nichts. Also wir wollten natürlich erst Schuhe anziehen. Hallo, Schatz. Hallo, mein Schatz. Hi. Ja, wo bist du? Ich bin gerade im Krankenhaus. Weil? Nicht so schlimm. Ich muss was gucken lassen. Wo bist du? Ach so, Schatz, schau mal. Ich habe mir zwei neue Kleider. Ja, die Kleider sind jetzt unwichtig. Wegen unserer Hochzeit. Ja. Und jetzt gerade am Anprobieren und die sind so super schön. Schön. Also, ja, super. Und ich will die natürlich haben. Also die sind echt unwichtig. Allererste die Kleider. Jahr, neue Kollektion. Und für unsere Hochzeit sind die so perfekt. Wir sind super, im Krankenhaus. Schatz, super. No? Wieso seid ihr im Krankenhaus? Was hat er jetzt schon wieder gemacht? Nein, ist. Du solltest wirklich am besten herkommen. Was ist denn bitte passiert? Nein, alles doch, gut. Doch, komm alles her. Okay. Quatsch, aber so schnell du kannst. Die Kleider sind jetzt wirklich unwichtig. Die kannst du immer noch kaufen. Nein, Schatz, doch. Alles gut. Nein, ich muss die Kleider jetzt kaufen, weil sie nein, du die kann, oh Gott, die Kleider sind wieder wichtiger als dein eigener Verlobter. So, ich lege jetzt auf, komm bitte her. Wenn mein Mann oder mein Verlobter im Krankenhaus ist, mit einer unklaren Geschichte, denn unklar war die Geschichte ja nun, habe ich überhaupt kein Verständnis dafür, dass sie es wichtiger fand, Kleider zu kaufen, als zu ihrem Freund oder zu ihrem Verlobten ins Krankenhaus zu kommen. Ich fand es unmöglich. Guten Tag zusammen. Ah, hallo. Reiter ist mein Name. Hallo. So, das ist aus der Sprechstunde der Herr Deuser, Joris, 36 Jahre, mit einem, ich bin noch nicht dazu gekommen, die Tüte zu entfernen mit einer Verletzung am Bein. Nehmen Sie das zweite Bein auch ruhig hoch. Legen Sie sich ganz entspannt dahin. Ich guck mir das mal an, ja. Also er hat auch Schüttelfrost und Fieber gehabt. Ich glaube, ich reiß die einfach mal so weg. Das ist vielleicht einfacher. Geht das? Okay, das sieht aber nicht gut aus. Und ja, ich bin beim Joggen bin ich umgeknickt. Der Fuß ist auch ganz warm. Bitte mal Fieber messen. Ja. Ja. Sie sind umgeknickt. Also die Wunde sieht entzündet aus. Wann haben die Beschwerden denn angefangen? Ja, ich bin vor 3 Wochen bin ich joggen gewesen. Ich heirate bald und meine Freundin hat mich ein bisschen genötigt abzunehmen. Und deshalb ja, war ich joggen und blöderweise hatte ich das falsche Schuhwerk wahrscheinlich an. Und bin umgeknickt. Ich dachte aber, das ist nicht weiter schlimm. Aber es wurde jetzt irgendwie. Also vor 3 Wochen war das? Ja, das war vor 3 Wochen. Und die letzten Tage ging es mir halt ja, wirklich nicht so gut. Mir war ständig kalt und habe mich wirklich sehr schlapp gefühlt. Wenn man sich eine kleinere Wunde zugezogen hat und diese gründlich gewaschen hat und sauber hält, sollte diese eigentlich bei einem normalen Immunsystem ohne gravierende Vorerkrankungen von alleine abheilen. Wenn dies aber nach mehreren Tagen nicht der Fall ist, sondern Symptome zunehmen mit Schwellung und Rötung, dann ist es doch dringend, dass man einen Arzt aufsucht und es abklären lässt, damit dann die entsprechende Behandlung eingeleitet werden kann. So wie das jetzt hier aussieht, werden wir sie auf jeden Fall operieren müssen. Ja, da wird da dann operieren. Offensichtlich, ja, da wird jetzt offensichtlich nicht nur hier die Haut entzündet sein, dann hätten sie keinen Schüttelfrost. Also wird da schon die Infektion weiter fortgeschritten sein. Und wir müssen auf jeden Fall jetzt Röntgenbilder anfertigen, um rauszufinden, ob eventuell der Knochen auch schon von der Entzündung angegriffen worden ist und die Entzündung auf den Knochen übergegriffen hat. Ja, dass sie das jetzt 3 Wochen lang
so verschleppt habe, das ist wirklich ungünstig. Also das sieht gar nicht gut aus. Muss ich leider so ganz ehrlich sagen. Ne? Wären Sie mal eher gekommen. Ja. Hätte Kim vielleicht auch mal. Ja, gut, die hat es momentan einfach. Die hat immer andere Probleme. Ja, muss halt auch viel organisieren. Ja. Aber ich habe auch nicht gedacht, dass das irgendwie so schlimm ist. Einmal Blut abnehmen. Einmal Blut abnehmen, stationäre Aufnahme vorbereiten. Wie stationäre Aufnahme? Ja, Sie müssen operiert werden. Und werden jetzt nicht direkt dann nach der OP wieder nach Hause gehen können. Wir müssen noch die Röntgenbilder abwarten, damit ich dann mit Ihnen besprechen kann, wie weit der Eingriff dann gehen wird. Laura macht sich größte Sorgen und kann nicht verstehen, dass ihre zukünftige Schwägerin Patient Joris nicht beisteht und stattdessen lieber shoppen geht. Die 33-Jährige hält die Verlobte ihres Bruders nicht erst seit heute für eine gefühllose Schmarotzerin. Birgit, die Verlobte von Herrn Dolser. Hallo. Darf die reinkommen? Hallo, guten Tag. Hallo. Ach, kommst du auch mal? Ja, sorry, ich habe auch überhaupt keine Zeit. Ich bin im Hochzeitsstress und in den Vorbereitungen. Das ist in Ordnung, das ist alles gut. Ja, was hast du überhaupt gemacht? Also bitte. Ich meine, vor 4 Wochen warst du krank und jetzt stellst du dich gerade an wie so ein kleines Weichei. Was ist denn überhaupt passiert? Ich verstehe das nicht. Also er hat schon eine ziemlich massive Verletzung am Fuß. Lass doch, ist alles okay. Ja, du wolltest abnehmen. Wir heiraten in 3 Wochen. Ja, ist doch alles okay. Ich habe doch gesagt, das ist in Ordnung. Er muss vielleicht operiert werden. Also was ist hier in Ordnung? Also für mich ist das alles andere als in Ordnung. Ja, sorry, der stellt sich halt ein bisschen an. Und mein Gott, vor 3 Wochen war er laufen gewesen. Und danach war er ein bisschen krank. Ja, manchmal stellt er sich halt an wie so ein kleines Weichei. Also das ist jetzt nicht anstellen, da muss ich Sie unterbrechen. Wirklich, das ist schon eine ganz massive Entzündung, die Ihr zukünftiger Ehemann da am Fuß hat. Ja, ich habe aber leider echt keine Zeit. Ich wollte mir einfach nur das Geld hier abholen. Ich meine, ich habe die Kleider jetzt zurücklegen lassen. Ich habe echt keine Zeit. Ist okay, hier, nimm's dir gleich raus. Als seine Verlobte noch da war, hat der Herr Dolser wieder den starken Mann markiert. Aber als sie dann wirklich mit der Kreditkarte in der Hand abgezogen ist, da merkte man, wie er wirklich sehr nachdenklich wurde und traurig. Und ich glaube, sein Augenmerk lag nicht nur allein auf seinen Fuß, sondern ich glaube, er hat sich weitere Gedanken gemacht, auch über die Beziehung mit seiner Freundin. Jetzt tu nicht so, als ob du nicht enttäuscht bist. Also du machst zwar, ist okay, aber das ist doch jetzt gerade als Verlobte dann abzuhauen, dass das wieder wichtiger ist. Du kannst aber doch nicht sagen, dass dir das egal ist. Laura rät ihrem großen Bruder eindringlich, die bevorstehende Hochzeit doch noch einmal gründlich zu überdenken. Zunächst steht aber die Gesundheit an erster Stelle. Und die Lage ist ernst. Dr. Reiter hält beunruhigende Nachrichten bereit. Ja, also ich habe das schon vermutet. Ich sehe jetzt, dass hier die Knochenkontur so ein bisschen unscharf ist. Das ist ein Hinweis darauf, dass da der Knochen schon so ein bisschen angegriffen ist. Wollen Sie sich mal aufsetzen? Setzen Sie sich ruhig mal auf. So ein bisschen angegriffen wird. Also da ist schon so außen zu sehen, dass der Knochen mit betroffen ist. Wie schlimm das dann aber wirklich aussieht, das sehen wir dann erst im OP-Saal. Ne? Und davon wird auch abhängen, wenn nachher das Knochengerüst instabil ist, ob man da eine Rekonstruktion machen muss. Das sehen wir dann aber in der OP. Ich hoffe, dass wir das umgehen können, aber das sind jetzt die Sachen, auf die Sie sich gefasst machen müssten. Ne? Wir werden also nach Befund vorgehen und erst nach der OP kann ich Ihnen dann sagen, wie viel wir da entfernen mussten und ob wir es geschafft haben, die Wunde jetzt direkt schon wieder zu verschließen. Joris wird langsam klar, dass er im schlimmsten Fall mit einer Prothese vor den Traualtar treten und weiter durchs Leben gehen muss. Während der 36-Jährige am folgenden Morgen operiert wird, schaut Schwester Nancy nach Patientin Lillian und stößt auf ein sehr menschliches Problem. Wie schaut's aus? Mit den Schmerzen schon besser? Es wird. Es wird, ja, das ist doch schon mal wünschenswert, oder? 1, 2, 3, 4. Haben Sie abgeführt schon? Nein. Nein, noch nicht. Das ist heute quasi der 4. Tag. Sie sind ja vor der OP, haben Sie hier schon gelegen, hatten da auch keinen Stuhlgang, ne?
Und jetzt sind wir beim vierten Tag. Also, wir müssten dringend mal abführen, Frau Jansen. Nein. Wie nein? Nein. Geht's nicht? Oder soll ich immer was zum Abführen bringen, damit nein. das besser klappt? Ich mag nicht. Also, ich warte, bis ich zu Hause bin. Was heißt denn, Sie mögen nicht? Verwundert hat mich dann letztendlich die Aussage, dass sie gesagt hat, sie kann, aber sie will nicht. Da muss ich dann doch an der Stelle nochmal genau nachfragen und dann auch dementsprechend intervenieren. Ich möchte nicht in die Pfanne machen. Sie möchte nicht in die Pfanne machen. Ja. Das ist mir unangenehm. Ist Ihnen unangenehm? Ja. Ach so, okay. Also das heißt, also wenn ich das richtig verstehe, Sie könnten eigentlich, wenn Sie wollten, aber Sie wollen nicht. Ja, aber nur zu Hause. Ach so, ja, okay. Also ich kann das total gut nachvollziehen. Ich würde auch nicht so gerne in so eine Pfanne machen, aber es ist wichtig, dass Sie einmal abführen. Ja? Was ich Ihnen anbieten könnte, ist, dass wir Sie mobilisieren bzw. auf den Klostuhl setzen und dann einmal über die Toilette fahren. Das dürfte auch möglich sein. Aber Sie müssten schon abführen, weil wenn Sie das nicht machen, bekommen Sie erstens Bauchschmerzen. Sie halten das ja künstlich zurück. Ne? Also, und das kann dann zu Analfissuren führen. Das heißt, da gibt es so Risse in der Darmschleimhaut oder wie gesagt ganz dicke Verstopfungen bis hin zu Kotstein, bis hin auch bis zum Darmverschluss. Also deswegen wäre es schon wichtig, wenn da was raus muss, dass sie es auch rauslassen. Okay, wenn ich irgendwie zur Toilette komme, dann können wir uns irgendwie drauf einigen. Damit ist ein Kompromiss gefunden. Unverändert kompliziert bleibt hingegen die Lage bei Patient Joris. Noch wissen der Architekt und seine Schwester nicht, ob sein Fuß wirklich dauerhaft gerettet werden konnte. Aber das ist nicht die einzige lebensentscheidende Frage, die den 36-Jährigen beschäftigt. Grüß dich. Hi. Geht's dir? Ja, ganz okay. Ja. Alles gut. Ist noch ziemlich müde aus, aber... Ich wollte noch mal Fieber messen bei ihm. Dann kriegen Sie noch eine kleine Antibiose in ihre Infusion rein. Wo ist denn die Kim? Hast du auch nichts von ihr gehört? Hast du nichts von ihr gehört? Nee, gar nicht. Also kein Anruf in Abwesenheit. Ich hatte das Handy ja auch die ganze Zeit dabei. Sie war jetzt auch nicht irgendwie bei mir zu Hause schellen oder so. Gar nicht. Also es wäre schon das Mindeste, ne? Also es ist jetzt schon irgendwie so ein bisschen, ne? Ihr wollt bald heiraten und da ist irgendwie gar nicht, dass sie sich da jetzt groß erkundigt, interessiert. Weil sie wusste ja auch, dass du operiert wirst. Das wusste sie ja. Krass. Haben Sie vor der OP auch nicht mehr mit ihr gesprochen? Nee. Ich habe eine Idee. Was willst du denn machen? Ich muss wissen, ob das die richtige Frau ist, die ich heirate. Das habe ich dir schon immer gesagt. Aber wie willst du das herausfinden? Ich habe eine Idee. Ja? Warte mal. Gut. Fieber bei Ihnen und dann. Du wirst schon. Schauen wir mal. Wissen, was du machst. Ja, bitte. Hallo. Und wie geht's, mein Mann? Hallo. Hi, Schatz. Hallo. Na? Na? Wie geht's dir? Ja, geht so. Ach komm, ist doch bestimmt nur ein Kratzer. Bisschen Pflaster drauf. Nicht ganz. Warum? Muss dir was sagen. Ja? Die haben mir meinen Fuß amputiert. Als ich diesen Satz hörte, mein Fuß ist amputiert, da habe ich gedacht, was ist denn jetzt los? Ich habe einen Blick mit der Schwester gewechselt und habe dann nur gedacht, jetzt stellt er sie aber mal richtig auf die Probe. Und das war ja auch gut, so wie sich dann rausstellte. Was? Haben die nicht. Doch, aber bis zur Hochzeit ist wieder alles gut, also darf ich wieder laufen. Muss mich halt nur beim Hochzeitstanz ein bisschen unterstützen. Ja, aber wie hast du dir das jetzt vorgestellt? Also, sorry, aber das... geht nicht. Wie, das geht nicht? Ja, ich kann dich so nicht heiraten. Also, wie hast du dir das vorgestellt? Ich kann nicht mit einem behinderten Mann zusammen sein. Wie meinst du das? Also, nee, sorry. Ich bin doch immer noch der Gleiche, nur weil mir der Fuß fehlt. Nee, das geht aber nicht. Also, wenn die dir jetzt wirklich den Fuß amputiert haben, das geht nicht. Das ist nicht meine Welt. Ist das dein Ernst? Ja, sorry, tut mir leid, aber so habe ich mir du das... Du liebst mich, du willst mich heiraten, weil du mich liebst. Ja, so ein bisschen vielleicht. Wie so ein bisschen? Ja, sorry, tut mir leid, aber das geht einfach nicht. Ich kann nicht mit einem behinderten Mann zusammen sein, tut mir leid. Du bist echt unglaublich. Ja. Sorry, ich gehe, ich kann das nicht. Wie du gehst? Stopp, bevor du gehst, die EC-Karte.
Die können es ja wohl noch zurückgeben. Oder willst du behalten? Oh mein Gott. Ja, also. Hast du dich schon nicht leer gemacht? Bei uns im Rheinland sagt man, nichts ist für umsonst. Und auch wenn das doof war mit seiner Verletzung am Fuß, auch das war nicht umsonst. Er hat zwar jetzt keine Verlobte mehr, sondern nur noch eine Ex-Verlobte. Aber wichtig ist das nicht, denn diese Frau war es nicht wert. Das war keine richtige Liebe. Und Herr Deuser ist so ein sympathischer Mann. Ich bin mir ganz sicher, die Mädels stehen da jetzt Schlange, wo er wieder auf dem Markt ist. Ich weiß jetzt nicht, was gerade passiert ist. Unglaublich, alles okay. Hab nur festgestellt, was ich da... Ja. Kurz davor war zu heiraten. Ich habe mir damit, um Ihnen gute Nachrichten mitzuteilen. Wir haben jetzt bei der OP das entzündete Gewebe soweit entfernt. Der Knochen war zwar oberflächlich schon angegriffen und in Auflösung, aber wir haben jetzt keine Knochen komplett entfernen müssen. Und auch die Mittelfußknochen waren jetzt nur oberflächlich angegriffen. Das heißt, mit dem neuen Antibiotikum, ist das schon das Phosphomycin? Ja, habe ich gerade angemeldet. Das hat somit die höchste Knochengängigkeit erreicht. Also gut, den Knochen kann dann da die Osteomyelitis, die sie haben, diese Knochenmarkentzündung bekämpfen. Und das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass der Fuß jetzt tatsächlich amputiert werden muss, die ist fast null. Joris konnte seinen Fuß schon 3 Wochen nach dem Eingriff wieder voll belasten. Der 36-Jährige ist erleichtert, dass er noch rechtzeitig die Reißleine gezogen und Kims wahres Gesicht erkannt hat. Trotzdem glaubt der Architekt weiter an die große Liebe und hat zur Freude seiner jüngeren Schwester vor kurzem eine Frau kennengelernt, die nicht nur auf sein Geld scharf ist.